Moin, herzlich willkommen zurück. Hier ein weiteres Video aus meiner Tipps und Tricks Serie. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man sich das Bretterlager von der Alice Mod Company, wie man das umbaut, zum Beispiel zum Pelletlager. Das habe ich ja gemacht, das haben auch viele nachgemacht. Es gibt aber auch einige Leute, die haben sich da Lager für andere Paletten gebaut. Für Leerpaletten, für was weiß ich. Kann ich nicht sagen, was. Und ich habe ja in meinem Video habe ich ja eine Datei verlinkt, wo ich Texturen zum Download angebe. Unter anderem gebe ich hier, habe ich diese Textur damit bei. Ja, also hier steht jetzt wieder Bretterlager. Ich zeige euch dann, wie man daraus ein Pelletlager macht, aus der Textur. Und wenn man zum Beispiel auch auslagert, sieht man ja jetzt hier links auch, dass da Holzpaletten angezeigt werden und nicht irgendwie Bretterpaletten oder so. Und dieses Tipps und Tricks Video hier ist jetzt dafür da, euch zu zeigen, wie man das macht. Wie man solche Texturen selber macht oder verändert. Ja, ich möchte abbrechen, ohne zu beenden. Ihr braucht, um das Ganze durchzuführen, braucht ihr das Programm Paint.net. Link zum Download findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, was habe ich jetzt als erstes gemacht? Ich habe mir jetzt erstmal hier, das ist mein Mod, FS17 Pellet Storage Placeable.zip. Könnte auch das Board Storage sein oder so. Ich habe jetzt das Pellet Storage genommen. Das ist das, was ich ja umgebaut habe. Ich habe nur die Texturen noch nicht verändert. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Texturen ändert. Dafür extrahiere ich diesen Mod. Habe jetzt hier den Inhalt dieses Mods und gehe dann auf Textures. So, und was uns erstmal interessiert, ist hier Boards ENDE DDS. Ja, da sage ich dann rechten Mausklick, sage öffne mit Paint.net. So, und jetzt kann man hier schon, das kann man wahrscheinlich ganz schlecht erkennen. Ich weiß auch nicht, wie ich das einstellen kann. Dass man, dass der Hintergrund anders erscheint. Dieses Karierte heißt eben, dass der Hintergrund transparent ist. Keine Ahnung, ob man das ändern kann, aber man kann erkennen, dass hier oben Board Storage und hier drüben Bretterlager steht. Da möchte ich jetzt aber Pelletlager stehen haben. Jetzt wähle ich mir als erstes hier dieses Radiergummi-Werkzeug aus. Dieses hier. Und die Pinselstärke setze ich mal auf 20. Und jetzt gehe ich bei und radiere hier einfach mal das Bretterlager weg. Den Strich darunter, den lasse ich. Ihr müsst auch aufpassen, dass hier außen die Begrenzung lasst, so. Bretterlager ist weg. Jetzt möchte ich hier einen Text einfügen. Jetzt soll da ja Pelletlager stehen. Text. Dann wähle ich mir eine Schriftart aus. Ich nehme, oh Gott, welche hatte ich denn? Schade, die ist hier gar nicht mehr drauf. Die habe ich auf meinem MacBook. Also man kann sich im Endeffekt aussuchen, was man möchte. Als Schriftart. Vorher hatte ich eine Chalkboard, nannte die sich, also Kreidetafel, was finde ich super passte. Aber die gibt es, also die habe ich hier zumindest nicht drauf. Die habe ich auf meinem Apple. Aber ich zeige euch das extra nicht mit Photoshop, sondern mit Paint.net, weil Paint.net kostenlos ist und Photoshop ja Kohle kostet. Also sucht ihr euch eine Schriftart aus, die ihr cool findet. Ich nehme mal Bradley Hand. So, geht hier hin, klickt rein und sagt, Palette Lager. Oh, das Ganze kann natürlich viel größer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das. Ich kenne mich mit Paint.net tatsächlich gar nicht so gut aus. Ja. Kann also viel größer. Kann auch hier schön
in die Mitte. Und wichtig ist natürlich, dass wir eine andere Farbe haben. Und zwar, dass wir das Ganze in Weiß natürlich schreiben. Und das war es im Prinzip schon. Jetzt habe ich hier Pallet-Lager hingeschrieben. Könnte natürlich auch Pallet-Storage. Und jetzt sage ich einfach Datei. Könnte jetzt einfach sagen Speichern. Will ich aber nicht. Sondern ich will euch eben zeigen, welche Einstellungen ihr machen müsst. Ich speichere das trotzdem unter dem gleichen Namen ab. Ja, ich möchte die überschreiben und sage hier DXT3 explizites Alpha mit Maps generieren. Explizites Alpha heißt, dass er also auch die Transparenz mitspeichert. Und mit Maps könnt ihr ja mal googeln, was das heißt. So, und jetzt habe ich es gespeichert. Kann ich mein Paint.net zumachen. Ich habe hier meinen Boards in Storage. Jetzt selektiere ich alle meine Dateien, sage dann, achso, 7-Zip benutze ich zum Packen. Findet ihr auch unten in der Beschreibung, wo ihr das runterladen könnt. Hat den Vorteil gegenüber WinZip, dass es kostenlos ist. WinZip habe ich bisher nur Bezahlversionen gefunden. Ja, 7-Zip ist kostenlos und sage ich hinzufügen zu FS17 Pallet Storage, placeable.zip. Und jetzt kopiere ich mir das oder schneide ich mir das da sogar raus. Gehe hier oben auf meinen Mods-Ordner, rechten Mausklick, sage einfügen, Datei im Ziel ersetzen und dann starte ich meinen LS17. So, da sind wir wieder und jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Und jetzt steht hier Pelletlager. Wunderbar. Haben wir geändert. Ist das nicht schön? So einfach ist das. Was ich euch jetzt bisher natürlich noch nicht gezeigt habe, ist, wie man hier dieses Bild ändert. Das habe ich ganz vergessen, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht noch machen können. Das holen wir nämlich jetzt nach. So, das Bild, diese Textur von der fertigen Palette zu erstellen, die ist nicht so trivial, wie das, was wir gerade eben gemacht haben. Und dazu braucht ihr unter anderem auch den Giants Editor. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr euch allerdings registrieren bei Giants. Und was ich schon mal gemacht habe, ich habe meine Map entpackt, weil ich muss praktisch erstmal ein Bild erstellen, was ich dann da einfüge. Und ja, ich nehme hier, habe hier diese Map, wie gesagt, entpackt. Das habe ich ohne euch gemacht, weil das einfach lange dauert. Öffne hier die entpackte Map und suche hier mal nach .i2D. Und alles, wo jetzt hier Palette mit vorsteht, Palette Mayo, Ketchup, F-Käse, Käse, Holzkohle. Ist eigentlich egal, was wir nehmen. Ich nehme mal Holzkohle. Doppelklicken. Öffnet sich der Giants Editor. Und da ist die Palette. So, dann suche ich mir praktisch den Bildausschnitt, den ich gerne hätte. Und gehe dann da ran an meine Palette. Ja, ist alles ein bisschen schnell vom immer noch ein bisschen schnell. Ich drehe mal ein bisschen die Geschwindigkeit runter, wie ich mich hier bewege. So, da habe ich doch ein schönes Bild. Und jetzt drücke ich die Drucktaste auf meiner Tastatur. Und was macht die? Die macht mir praktisch einen Screenshot und packt mir den in meine Zwischenablage. Kann ich hier den Giants Editor schließen. Nicht speichern. Öffne Paint.net. Und sage bearbeiten, in neues Bild einfügen. So, das ist jetzt so groß, weil ich drei Bildschirme habe. Jetzt wähle ich hier oben dieses Symbol, dieses Ding, und zwar rechteckige Auswahl. Mach mal so. Und sage ausschneiden, bearbeiten, in neues Bild einfügen. So,
Jetzt gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und zwar erstmal muss ich gucken, wie groß ist mein Bild überhaupt. Mein Bild ist 757 Pixel breit und 694 Pixel hoch. So, das darf nicht sein. Mein Bild darf nur 512x512 sein. Das heißt, ich werde jetzt bei der Höhe 512 eingeben. Er skaliert mir die Breite automatisch und ich sage, okay, jetzt ist das Bild 512 breit. Jetzt gehe ich hier oben nochmal auf Bild und jetzt gehe ich nicht auf Größe ändern, sondern auf Leinwandgröße und sage ihm, dass das Bild auch nur 512 Pixel breit sein soll. 96 Pixel pro Inch könnt ihr so lassen. Anker in der Mitte. Und dann wird links und rechts einfach was abgeschnitten. So, jetzt haben wir hier schon mal das Bild auf... Nein, wenn ihr jetzt hier auf Bildgröße geht, seht ihr auch 512x512 Pixel. Jetzt wähle ich hier diesen Zauberstab aus, klicke hier in das graue Feld, sage dann hier oben bearbeiten, Auswahl löschen. Jetzt habe ich hier hinten das Bild, ist ein bisschen viel gelöscht worden, hier an der Seite auch, aber und hier, das ist mir jetzt erstmal egal. Ja, man kann das natürlich hier oben, kann das auch rückgängig machen mit Ctrl-Z. Arbeite dann hier mit der Toleranz, setze die ein bisschen runter, weil das ist ja eigentlich wirklich nur eine Farbe, die ich auswählen muss. So. Also die Toleranz runtergesetzt, jetzt sage ich nochmal Auswahl löschen. Jetzt habe ich hier unten nicht mehr so diese Einschnitte, ja? Das sieht jetzt besser aus. Okay? Alles gut. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Datei. Speicher unten. Und dann gibt es, muss ich erstmal sagen, dass es als DDS-Abtei Datei speichern soll, in meinem Ordner. Ja? In diesem Palette Storage Placeable gibt es hier oben den Punkt GUI und da steht eine Board Palette. Klickt ihr drauf. Speichern. Ja, möchte ich überschreiben. Wie gesagt, wieder explizites Alpha, DXT3. Was ihr wegmachen könnt, ist hier unten dieses Mipmaps. Das braucht ihr nicht. Und dann sagt ihr okay. Und dann hat er es gespeichert. Jetzt könnt ihr das hier schließen. Ne, das Bild hier, dieses große, will ich nicht speichern. Und jetzt gehe ich in mein Tutorial-Verzeichnis. Hier oben rein. Hier liegt jetzt meine Holzkohle. Gehe in das Verzeichnis, selektiere alles, sage ihm dann wieder mit 7-Zip hinzufügen zu Pallet Storage und wieder hier ausschneiden. In meinen Mods-Ordner gehen und einfügen. Datei im Ziel ersetzen. Ja, mache ich mal. Und dann starte ich meinen LS17 und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind zurück beim Palletlager. Und wenn ich jetzt das Menü aufrufe, seht ihr jetzt hier, ja, die Palette mit der Holzkohle. So einfach ist das. War nicht wirklich schwierig. Also ein bisschen aufwendiger, aber nicht wirklich schwierig, oder? Was ich euch bisher noch nicht gezeigt habe, was ich euch auch gar nicht zeigen will, was ihr selber machen könnt, das sind für den Store praktisch, wenn man das kaufen möchte. Da braucht es auch noch Dateien für. Entschuldigung. Und zwar habe ich hier im Verzeichnis. Liegt hier direkt eine Board Storage DDS und eine Icon DDS. Dieses Bild macht ihr ähnlich wie das von der Palette. Ihr sucht allerdings hier, ihr öffnet dieses Board Storage i3D, stellt euch die Kamera so ein, dass das Bild so aussieht, wie ihr haben wollt, macht dann da einen Screenshot von, fügt das Ganze in Paint.net ein, bringt das dann auch auf eine Größe von einmal 512x512 Pixel und hier 256x256 Pixel. Und dann speichert ihr das Ganze genauso ab, wie ihr das gerade mit der Palette gemacht habt. Nennt das einmal Board Storage DDS und einmal Icon DDS. Packt das hier rein und dann stimmen auch die Symbole im Store. So, ich hoffe, es hat euch geholfen, es hat euch gefallen. Guckt auch auf mein Let's Plays oder kommt mal beim Livestream vorbei. Und ja, in diesem Sinn sage ich mal ciao.